Willkommen zurück bei Remastered und Hubert 2, dem versprochenen zweiten Teil von einem unmöglich zu schaffenden Game. Wir haben, das habt ihr letztes Mal gesehen, ja, ich hoffe, das sorgt auch dafür, dass ihr jetzt tatsächlich zuguckt, auf leicht umgestellt, damit auch die beiden Vollhongs hier, ach, es ist leicht, wenn man weniger sammeln muss, ja toll. Okay. Ja, das war's, wir werden es doch nicht schaffen, es tut mir leid. Also ich glaube an uns, Jan. Einer von uns wird ein Level schaffen. Wenn ich wenigstens auch mal das Wide-Level hätte. Die Snowboard-Level ist unmöglich mit diesem Delay. Ich schwöre, ich drücke nach rechts, er macht nicht mal was. Ja, das ist halt, man muss, glaube ich, echt immer seine komplette Animation erst zu Ende machen lassen, bis er die nächste machen darf. Nein, es ist unmöglich. Ich muss es leider ich gestehe ein, das Spiel ist unmöglich. Wir haben das noch, also mindestens das Wide-Level, das werde ich noch schaffen. Und das Pokal-Level, das kann man auch schaffen. Ja, was ist das denn? Dann haben wir doch jeder schon mal... Oh! Was ist denn jetzt los? Bam, geil. Komm schon. Jawohl, du... Nein, hat er nicht bekommen. Oh! Oh nein, den muss ich treffen. Womit? Was? Okay. Also Leute, ganz im Ernst, der wackelt so von alleine. Nein, ich hab keinen. Oh, schade. Ja, das ist halt wie wenn du ein richtiger Sniper wärst, ne? Mhm. Wenn man so, dass der Adrenalinstrausch kommt nicht. Ja. Der ganze Körper am Zittern vorm ersten Kill. Und es ist kalt. Ja. Also wenn ich so kriegssimulationstechnisch ob American Sniper im Kino gucken, Hugo 2 spielen, ich weiß, worauf meine Wahl fällt. Auf jeden Fall, Hugo. Mein Gott. Aber du musst nur wie viele Säcke sammeln? 5? Ja, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich war zu hypnotisiert von Hexana. Genau, die Hexe heißt Hexana. Wir waren mal auf Recherche gegangen. Wir haben auch herausgefunden, dass Jan, weißt du, wer seine steil nach oben schießende kometenhafte Karriere bei Hugo angefangen hat? Nein, ja, weißt du. Nein, Philipp, verrate es mir. Niemand Geringeres als Sonja Zietlow. Wahnsinn. Ist das nicht was? Ja. Kein Wunder, dass sie es bis zu Ich bin ein Star wirklich hier rausgebracht hat. Und als Pilotin. Fun Fact, den niemand kennt. Genau. Sonja Zietlow ist ja eigentlich Pilotin. Genau, die ist nämlich richtig schlau. Die kann. Oh. Ich glaube, Sonja Zietlow, die würde alle abziehen in Hugo. Ja, also, weiß ich nicht. Doch, die ist Pilotin, ja. Ist eine steile These. Okay, als Pilotin muss man sehr intelligent sein und gute Hand-Augen-Koordination haben, oder? Oder zumindest Orientierung sein. Man muss auch trinkfest sein, glaube ich. Ja, klar, sonst... Wer hat ihn noch nicht getroffen, den eigenen Piloten an der Minibar am Flughafen? Immer wieder ein ermunterndes Erlebnis. Ja, ich würd fast sagen, wir machen jetzt wirklich irgendwie jeder noch eine Runde und dann ziehen wir einen Schlussstrich. Es sei denn, ich kriege jetzt wieder Snowboard-Level, dann will ich nochmal. Okay, jetzt packe ich das Eishöhen-Level. Ja, wenn ich das jetzt nicht schaffe, shame on you, Jan. Und wir müssen jetzt bitte gemeinsam auf das Symbol achten. Ja, das, ich vergesse immer, dass das unten rechts ist. Ich sehe das immer erst dann beim zweiten Mal, dass das unten rechts ist. Das Fiese an diesem Level ist ja auch, es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Pokale erscheinen. Wenn ich jetzt hier im linken Bereich mich aufhalte, kann es passieren, dass er rechts ist. Oh, da ist er, ja, da ist er. Und es gibt auch überhaupt gar keine Hinweise darauf, welche Säule jetzt umfällt oder so. Nee, das passiert einfach so. Aber das war ein Herz. Es war ein Herz, ich habe noch hingeguckt. Okay, hingeguckt. Weil ich gerade gestorben bin, habe ich hingeguckt. Und das Gute ist, er merkt sich wenigstens, dass man den Pokal hatte. Mhm. Also das ist tatsächlich ganz fair gelöst. Naja, so fair wie Hugo sein kann. Ja. Also, wir haben also ein Herz, da ist der nächste Pokal und dieses Spiel ist... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, eine krasse Story. Nein, es ist einfach eine allgemeine Lebenserfahrung. Bitte. Es gibt manchmal Situationen, in denen man einen irrationalen Hass auf Menschen, Gegenstände, Geräusche entwickelt. Und es gibt auch manchmal so... Oh, Rakete. Ja, eine rote Rakete. Und das ist so ein Fall, weißt du? Man wünscht sich dann, dass dieses Spiel Gefühle hätte, damit man sie verletzen kann. Wie so ein Gesicht, so ein Mensch, den man auf den ersten Blick nicht leiden kann. Mhm. Sowas wie zwischen uns, eine Säge, Schüssel. Ne? Eigentlich mag man den anderen nicht. Und aber wir können uns wenigstens dann nochmal ab und zu eine Fresse hauen, meinst du, ne? Rakete? Säge.
Oh mein Gott. What? Und ich vermute, das ist der einzige Beweis, dass irgendjemand dieses Level auf dem Super Game Boy geschafft hat, auf YouTube. Auch und das, jetzt kommt auch das Snowboard-Level. Ja, man muss also wirklich drei am Stück schaffen. Aber ich habe das Gefühl, ich bin gerade, ich habe gerade einen Lauf. Und man nimmt die Leben mit, wie man sieht. Und jetzt ist er nicht nach links gegangen. Es ist ungeheuer frustrierend. Ich habe gerade im Hauptmenü festgestellt, Philipp, glaubst du mich, der Delay ist fast eine Sekunde. Man könnte sagen, es ist eine halbe Sekunde, aber 0,5 muss man aufrunden, das weiß ich noch. Ja, deswegen. Deswegen wahrscheinlich 3 Sekunden Delay. Ja. Ja, ich habe wieder einen Fehler gemacht, bin ich in der Mitte geblieben und habe es daher nicht geschafft, auf die Rampe zu kommen. So gemacht. Oh, oh. Was soll ich noch machen? Too bad, so sad. Ich versuch's nie wieder. Ich denke, das war das letzte Mal in meinem Leben, dass ich Hugo 2 gespielt habe. Ist also irgendwie auch ein magischer Moment. Denn, Jan? Das kann ich ja gar nicht verstehen. Also ich glaube, dass ich gleich nochmal in den normalen Gamebook stecken werde und dann habe ich einen normalen Delay. Ja. Ich bin einer von denen, der kann akzeptieren, wenn er zu schlecht ist, aber ich bin hier nicht zu schlecht, das Spiel ist einfach kacke. Die Sache ist, ich will das hier auf jeden Fall schaffen. Mal. Jetzt weiß ich ja wenigstens auch, dass das so ein billiger Respawn-Punkt ist. Das ist ja auch das Spiel, wo man wirklich sagen muss, es ist der... Das haben die meisten auch immer geschafft. Aber. Genau, und das ist auch der Klassiker. Und jetzt zum Beispiel, das Komische ist, vorhin beim Respawn hast du die Punkte beibehalten. Und beim ersten Tod hattest du sie aber auch nicht. Also wenn du jetzt nochmal stirbst, wirst du wahrscheinlich an derselben Stelle wieder anfangen. Ja, ja. Ich muss bis zu dem Baum hier kommen. Jetzt bist du bei den 200. Bücken, jetzt bücken, bücken. Bei dem Baum. Oh. Jetzt hast du 10 Stück. Jetzt brauchst du noch 7, dann hast du es gepackt. ich sollte musst du nur einmal noch durch die Hölle gehen, einmal. Ich sollte Motivation-Speaker werden. Wo die Respawn-Punkte sind, das kann man ja einfach nicht wissen. Ich dachte, ich müsste wieder bei dem Baum anfangen. Tja. Wie dem auch sei, ich denke, das war's mit Hugo 2. Wir können. Wir haben aber noch so viel Zeit, Jan. Ja, aber. Noch 7 Minuten. Ich sag immer, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und prinzipiell, wir können ja vielleicht noch mal kurz, wir sparen uns ja vielleicht solche Kommentare normalerweise bei unseren Let's Plays, aber eine kurze Bewertung zum Spiel ist genauso kacke, wie wir dachten. Also, ich hatte ja wenigstens gehofft, dass ich noch ein bisschen Nostalgie-Bonus bekomme, dass ich irgendwie denke, ja geil, daran erinnere ich mich noch, aber dafür sieht das dann halt auch zu kacke aus, das sieht ja halt echt auch überhaupt nicht aus wie das. Nur dieser Hugo. Oh Mann, wie kann ich dir böse sein, also, wenn du mich so anguckst? Ich muss sagen, ich habe es ja als Kind wirklich ganz oft gezockt und ich habe es auch oft durchgespielt. Ich muss das nochmal sagen. So. Ja. Und es hat mir Spaß gemacht. Das war halt dieses, du hast halt 3 Spiele irgendwie random, konntest die auf hart umstellen, hast die irgendwie gepackt, das hat Bock gemacht. Und insofern ist es ein bisschen traurig. Dass wir beide, du noch mehr als ich, auf ganzer Linie gescheitert sind. Und ich denke mal, auch in Retrospektive, das Spiel ist nicht schlecht, das ist aber auch nichts Besonderes. Und wenn ich es damals für 10 Mark gekauft habe, habe ich einen guten Deal gemacht, aber wahrscheinlich habe ich mehr bezahlt. Aber guck mal, guck dir Hugo einfach mal an. Vielleicht... Er ist mit sich selbst zufrieden, er ist mit sich im Reinen, er weiß aber auch, was er den Kindern antut. Das sagt sein Blick auch. Er hat übrigens nur 4 Finger. Und jetzt möchte ich auf einen. Vielleicht hat er auch nur 3 an. Und das ist was ganz anderes in seiner Hand. Oh mein Gott. Die Chance können wir jetzt nutzen. Und zwar würde ich jetzt gerne Marcel Reif zitieren. Was heißt zitieren? Das ist ein Gedächtnisprotokoll aus einem Interview, das er irgendwann mal gegeben hat. Wahrscheinlich auch ein Gedächtnisprotokoll des Journalisten. Ganz genau. Marcel Reif ist nicht beliebt. Ich mag den auch nicht so sehr, aber der hat einen Fußballkommentator. Ihr müsst wissen, Philipp guckt keinen Fußball. Nee. Mädchen. So, und nein, auch Mädchen sollen Fußball gucken. So. Genau, ich bin noch viel schlimmer als Mädchen. Du bist ein Junge, der keinen Fußball mag. Marcel Reif hat mal gesagt, ein guter Kommentator, der weiß auch, wann er mal schweigen muss. Und ich glaube, jetzt ist so ein Moment, wo wir euch vielleicht mit Hugos leeren Blick, weil er auch irgendwie weiß, seine Show gibt es nicht mehr, alleine lassen können. Da müssen wir nicht mehr viel zu sagen und die letzten 5 Minuten... Ja, ungefähr. Wir können uns vielleicht nochmal zurückziehen, uns für die nächste Let's Play-Runde, was auch immer das sein wird, in einigen Wochen zusammenfinden.
Und in der Zwischenzeit dürft ihr mit Hugo und vor allem auch, das muss man jetzt aber noch betonen, großer Pluspunkt, den haben wir außer Acht gelassen, den grandiosen Soundtrack allein lassen. Denn den kann man sich mal geben, wenn wir mal kurz reinhören. Oh. Man sieht nicht leider jetzt, wie wir beide gerade gleichzeitig angefangen haben, richtig zu intensiv im Kopf zu nicken. Ja. Also der geht gut grind, würde ich sagen. Und danke fürs Zugucken. Jo, haut rein, bis dann. Tschö. Bis denn. Wirklich schade. Sehr dumm gelaufen.